Boom. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Shelter. Das Boom, was ihr gerade gehört habt, das war die Einleitung zum Aufnehmen. Vielleicht hätte ich das weglassen sollen, aber ich dachte mir, das kommt ganz gut im Chat. So, heute sind wir am zweiten Tag, von hast du nicht gesehen. Wir sehen, wie die Kurve so langsam nach oben steigt. Gut, Kurve, jetzt kann man dazu nicht sagen, die Gerade. Momentan ist es eine Gerade. Die geht so langsam nach oben. Das heißt, unsere Leute werden immer glücklicher. Hatten wir nicht hier schon irgendwas mit 60%? Wieso steht da jetzt 57%? Ich fühle mich leicht verarscht von diesem Spiel. Egal, wir haben die Note F. Und F steht für phänomenal. Also sind wir gute Aufseher. Sehr gut Aufseher. Ja, Osterüberraschung, bla bla. Irgendwas hat mich angegriffen. Irgendwas greift mich immer noch an. Gut, die Kakerlaken dazwischen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, dass die dazwischen sind, ne? Schaffst du das rechtzeitig da nach unten? Guck dir das an, Bibi hat sie alleine fertig gemacht. Ich bin begeistert, Bibi. So, du wirst darauf passen, wenn die Teile runterkommen. Dass sie jeden Moment passieren dürfte. Na komm, geh doch. Ach, jetzt sind sie nach oben gelaufen. Ich drehe am Rad, Alter. Jetzt mach doch die Viecher kaputt. Daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht, dass sie nach oben laufen. Ja, du Hopp. Jetzt laufen die bestimmt noch eins höher. Komm, wir machen so lange unsere täglichen Arbeiten. Die Spaten sehen auch nicht wirklich glücklich aus. Das sammeln wir gleich mal ein. Eine neue Person. Die Warteschlange ist zu lang. Du bist maximiert, das habe ich gesehen. Dann wirst du jetzt erstmal Stärke trainieren. Das ist gut, dass wir das jetzt mit dem Stern eingeführt haben. Dann weiß ich sofort, wer ist maximiert und wer nicht. So, Level up. Zack, zack. So, habt ihr das Böse ausgeschaltet? Ja. Sehr schön. Ja, die Schlange ist ein bisschen lang. Wir gucken zuerst mal nach den Toten, würde ich sagen. Heute als erste Amtshandlung. Und Luca Buga muss einmal zurückgeschickt werden. Gut, Level 40. Ihr müsst unbedingt alle Level 50 kommen, damit ihr mir mehr Stuff besorgen könnt. Und noch trainieren. Ah, Tobi. Ah, nichts Gelbes mitgebracht. Nichts Gelbes. Was hattest du nochmal für eine Katze? Ödlandschrott. Ja, ist ein bisschen mehr Ödlandschrott, muss man dazu sagen. Gut, dann bist du ab heute unser Schrottsammler. Gucken wir mal weiter. Da ist noch Sonja. Oh, guck. Siehst du das, Tobi? Siehst du das? Drei gelbe Sachen. Gut, es sind natürlich nur diese, ja, Rezepte, aber gelb ist gelb. Und guck dir mal an, was sie noch mitgebracht hat. Was mich ein bisschen irritiert, sind die 1782 Kronkorken. Warum? Naja. Carina, meine Liebe. Da. Schon wieder gelb. Tobi, siehst du das? Siehst du das? Alle, die ein Tier haben, bringen mir was Gelbes mit. Wieso du nicht? Auch 1200 Kronkorken. Was ist denn da los? Wieso bringt mir so wenig Kronkorken mit? Es kostet mich mehr, fast mehr, sie wieder zu beleben, als dass ich zurückbekomme. Das ist ja richtig crazy. Ach, da läuft immer noch. Juven läuft immer noch. Das ist gut. Dann gehen wir mal weiter. Kabuki-Mann läuft noch. Das kennen wir ja von ihm schon. Der läuft noch ein bisschen länger. Der Gominator läuft noch. Der sehr seltsamerweise wenig Kronkorken am Start hat, dafür, dass er knapp zwei Tage gelaufen ist. 1900 Kronkorken. Und wenn wir hier gucken. Ja, die sind fast gleich gelaufen. Kabuki-Mann ist sogar eine Minute weniger gelaufen. Und er hat 5000 Kronkorken mehr. Gut, wahrscheinlich hat er weniger Sachen, oder? Okay. Ja, Kabuki-Mann hat weniger Sachen. Aber ich brauche momentan die Kronkorken. So, da seht ihr das, was Tevin Tyrone mit der schönen Rüstung so angerichtet hat. Und zwar, 1 Stunde 23 Minuten und noch 10 Stimpacks. Während Gorminator, gut, er ist Level 44, nur 3 Stimpacks hat. Und Kabuki-Mann, Level 50,
Auch nur 4 Stimpacks. Also Tevin mit der Rüstung kommt da anscheinend weit. Das Feinest. Nicht mehr lange, du bist Level 50. Richtig gut. Aiden ist jetzt auch endlich Level 50, das freut mich. Er hat auch ordentlich Kronkorb mitgebracht. Hier haben wir die restlichen, die rumstehen. So. Na gut. Ich würde sagen, als erste Amtshandlung, wir müssen die Leute zurück in die Vault schicken. Denn wir brauchen erstens die Kohle und den Platz. Dann gucken wir, was können wir noch entfernen. Komiker-Outfit brauche ich nicht. Bibliothekars-Outfit, obwohl wir haben kaum Frauen, ne? Wir haben ja kaum Frauen. Das kann auch weg. Den Schrott behalten wir. Du warst recht gut, ne? Ja, 16 ist in Ordnung. Das war ja unser Minimum. Du kommst weg. Vielleicht finden wir noch eine Schrotflinte. Vielleicht hätte ich nicht alles sofort verkaufen sollen und gucken können, ob sie eine Schrotflinte haben. Aber, ich meine, es hat sowieso nicht funktioniert, ganz ehrlich. Das mit der Schrotflinte funktioniert sowieso nicht. Von daher, was soll's. Ja gut, damit. Brennender Junkjet. Holy shit. Robuster Waldanzug. Geistlichen Outfit. Rückstoßgedämpfter Junkjet. Flammenwerfer, oder Flammenspeier sogar. Ah, nice. Da hat King Julian einige gute Sachen mit nach Hause gebracht. Dann würde ich sagen, geh mal weiter trainieren, Alter. Was brauchst du denn derzeit? Stärke ist in Ordnung, ne? Stärke ist in Ordnung. So, was wollte ich... Ich wollte irgendwas... Ist mir gerade eingefallen, was ich unbedingt machen wollte. Irgendwas wollte ich unbedingt machen. Irgendwas wollte ich machen. Irgendwas. Ja, wieso habe ich es vergessen? Gute Idee. Erstmal holen wir den hier ab. Ach, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was? Hä? Übrigens, sammle Outfits, habe ich vergessen. Rüstet... Als wir vorgestern gespielt haben, haben wir versucht, jemanden die Schrotflinte zu geben. Aber er hat sie doch nicht angenommen. Es hat doch nicht funktioniert. Wieso steht da jetzt eins? Weißt du was? Ist mir scheißegal, das Ding kommt weg. Töte 21 Kreaturen im Ödland, das hört sich schon eher vernünftig an. Scheiß auf das ganze Ding. Ganz ehrlich. Gut. Holen wir mal einfach die nächsten raus. Und wir müssen auf jeden Fall die Kleidung behalten. Das heißt, wir müssen hier manuell löschen. Was echt kacke ist. Laborkittel behalten wir mal. Das könnte wichtig werden. Gut, ich muss eigentlich gar nicht mehr auf die Schrotflinten aufpassen. Waren da gerade Klamotten? Habe ich gerade Klamotten gelöscht? Pass auf, Zero. Pass auf, dass du die Klamotten löscht. Ja, pff. Ja, ist klar. Lösch einfach mal alle Klamotten, Zero. Was geht denn bei dir? Schrotflinte. Scheiß auf die Schrotflinte, ganz ehrlich. Nein! Klamotten löschen wir nicht. Ich muss mich daran gewöhnen, die Klamotten nicht zu löschen. Werde sie gleich löschen. Es wäre geil, wenn man die Sachen irgendwie auseinanderbauen könnte oder irgendwie Stoff aus den verschiedenen Waffen zu bekommen oder so. Aber ich glaube, dann wäre es ziemlich witzlos, oder? Waren da Klamotten dabei? Halt doch die Klamotten, Mann! Wieso bist du... Ja, ist gut. Na komm. Wieso bist du frei? Und Allrounder. Wir haben doch hier schon zwei Allrounder, ne? Olaf. Und Devrim. Haben wir hier noch irgendwo einen Spartan, der vielleicht nicht so gut ist? Weißt du was? Naja. Wir brauchen unbedingt Rüstung für die Jungs hier. Die schmelzen dahin. Guckt euch an, die schmelzen einfach dahin. Was haben wir denn für Rüstung? Hier, nimm den. Egal, was du nimmst.
So, Spomi hat ein Tier bekommen, womit er nicht so schnell umfällt, ne? Wollen wir mal schauen. Was, Spomi hält schon ein bisschen mehr aus. So, Zeit alle zu heilen. Guckt euch an. Wir sind nicht durchgekommen, obwohl hier noch zwei Spartans fehlen. Es fehlen noch zwei Spartans? Moment. Wie viele Spartans laufen da gerade draußen noch rum? Das muss ich mal kurz prüfen. Erkunden. Aiden und Finest. Gut, dann haben wir, das sind die zwei. Gut, den Allrounder, den wir jetzt nicht wegpacken konnten, der läuft jetzt irgendwo hier rum und freut sich einen Keks. Toll. Jetzt kann ich ihn suchen. Dankeschön, Spiel. Da bist du doch. Dann wirst du nämlich als erster Allrounder da arbeiten. Und du gehst dann darüber. Und wir versuchen hier jetzt mal die nächste Rüstung zu bauen. Denn wir müssen auf jeden Fall die Rüstung verteilen. Hallo Aiden, na? So, drei Sachen dazu bekommen, die wir nicht benötigen derzeit. Robuster Voltanzug können wir jetzt bauen, aber wir brauchen Handschuhe dafür. So viele Handschuhe. Oh. Okay. Ein robuster Voltanzug brauchen wir gar nicht mehr, ne? Wir haben nichts, wofür man P braucht. Wir bräuchten, wenn irgendwas für E. Eigentlich brauchen wir nur noch E, ne? Und Stärke. Die beiden Sachen brauchen wir. Aber erstes möchte ich gucken, ob wir vielleicht schon die nächste Rüstung bauen können. Ja, können wir. Handschuhe sind anscheinend sehr, sehr häufig zu finden. Und die anderen Dinge auch. Sehr schön. Was können wir hier noch bauen, was uns definitiv fehlt? Ich glaube, Schaufeln brauchen wir echt überall. Guckt es euch an. Schaufeln braucht man überall. Also, ich würde mal glatt behaupten, die Impro-Pistole. Das Gewehr haben wir gemacht, glaube ich, ne? 47 Minuten, komm, ziehen wir durch. Und dann gucken wir mal, dass wir die Leute erstmal zurückschicken. So, Klamotten. Die brauche ich momentan nicht, oder? Weil ich, obwohl, ist so eine Scheiße, ne? Unser Lager ist fast voll. Leute, stellt euch vor, unser Lager ist fast voll. Wie ist das möglich? Wieso habe ich so viel Scheiß hier drin? Farmers Tochter werde ich jetzt nicht verkaufen. So, es ist immerhin ein bisschen Platz. Jetzt können wir hier die ganze Zeit aufräumen. Die behalte ich erstmal. Die kommen weg. Die E's behalten wir auch. Wer weiß, wozu wir die brauchen können. Laborkittel auch. Kampfrüstung kann komplett weg. Robuste Gefechtsrüstung ist eigentlich genauso gut wie... Ah, guckt euch an, das sind beides dieselben. Nur, dass wir den hier herstellen können und den hier nicht, wahrscheinlich. Egal, den verkaufen wir. Es geht hier nur um den Stil, nur um Styling, Freunde. Es geht hier nur um Styling. Das muss weg. Robuste Ödlandsausrüstung, das können wir gut gebrauchen. So, wir haben wieder 100 Platz geschaffen. Das heißt, wir können wieder ein paar Leute reinholen. Huch. Töte Kreaturen im Ödland. Abgeschlossen. Verkaufe. Ich habe doch gerade erst die Sachen verkauft, ganz ehrlich. Ja doch, klar. Wir müssen Outfits sammeln, Chris. Chris, wer warst du denn? Dann musst du mir schon sagen, wer du genau warst, denn ihr habt alle Spitznamen und heißt auf Twitch anders als im Spiel. Deswegen kann ich dir das nicht sagen. Obwohl, Chris W? Ja, weiß ich nicht. Egal. Erstmal müssen wir die Sachen hier verkaufen. Das war Verkaufe Waffen, oder? Ja, gut.
Können wir auch von hier aus machen. Das müssten wir easy hinkriegen. So, Klamotten behalten wir. Waffen können weg. Wenn nur diese dämliche Quest wieder nicht wäre, ne? Kriegt die mich auf. Wir machen das jetzt immer so. Wir können die ja gleich alle mal rausholen aus dem... aus der Pause. Ist ja gar kein Problem. Hauptsache, das hier geht mal ein bisschen fixer voran. Ich möchte nämlich noch heute eine Lunchbox öffnen. Das wäre schon irgendwo... mein Ziel des Tages. Eine Lunchbox öffnen. So. Ja. Wozu machen die denn so eine scheiß Quest, ganz ehrlich? Das ist doch einfach nur Formelarbeit. Das ist einfach nur Zeitschinden. Damit die Leute mehr Zeit im Spiel verbringen. Mit hin und her klicken. Mit sich aussuchen, was sie behalten möchten. Und hast du nicht gesehen? Da haben sie schon so einen Knopf eingefügt, wo man normale Gegenstände automatisch verkaufen kann. Und dann kann man es einfach nicht, weil da so eine DB-Quest dazwischen hängt. Ich reg mich gerade zurecht auf, Leute. Ich meine, guckt euch an, was das für eine Fummelarbeit ist. So, und schon ist das Lager proppe voll. Oh, verbesserter Lobo-Kettel, gefällt mir. Badeanzug, Schrotflinte, Institutionsgewehr, auch nice. Laserpistole. Wir können gleich auf jeden Fall den Friseur auf Level 2 bringen. Chris? Vielleicht habe ich einfach nur ein Tablet, das ein bisschen neuer ist, mit neuer Technologie. Neuerer Technologie. Das kann schon der Grund sein. Raider-Angriff. Leute, ich bin doch gerade dabei, hier alles zu machen. Egal, solange die angreifen, machen wir hier mal Frühjahrsputz. Farmer-Tochter behalten wir ja. Oh, nice. Das kann alles weg. Professoren-Outfit können wir behalten. Können wir gleich alles abgeben, dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Platz hier im Lager. Guckt euch an, wie viel Scheiße hier gerade rumliegt. Zuerst verschwendet man die Zeit, die Leute da von draußen reinzuholen, und dann verschwendet man noch mehr Zeit, das ganze Zeug wieder zu verkaufen. Nur weil da die eine beschissene Quest ist. So, habt ihr es langsam? Komm, dir gebe ich auch nochmal eine billige Rüstung. Ja, so viel zu billige Rüstung haben wir gar nicht mehr, ne? Natürlich haben wir nicht. Aber gleich bestimmt. Cool. Gefällt mir. Guckt euch an. Die kamen keine 2 mm ohne abzukratzen. €600? Dann kann ich dir leider nicht sagen, warum das laggt bei dir, Chris W. Keine Ahnung. Aiden, das ist schwer zu sagen, wenn ich Zeit für den Masterplan habe. Vielleicht morgen, vielleicht nicht. Niemand weiß es. Je nachdem, ob ich das heute schaffe, mit den Mods bei Fallout 4 endlich klarzukommen. Das kann alles ein bisschen dauern. Meine To-Do-Liste ist riesig, muss man dazu sagen. Also ich bin noch lange nicht fertig. Mit dem, was ich vorhabe, mit dem Channel, mit dem Design und Pipapo. Eine Frau, genau dich brauche ich. Perfekt. So, wie sieht es mit der Quest aus? Oh, immer noch 150 sammeln. Warum? Scheiß Quest. So eine scheiß Drecksquest, ne? Na gut, machen wir weiter. Weil es so viel Spaß macht. Da auf Drum zu drücken. Ah. Das war wenig. Oh, das Plasmagewehr behalten wir mal. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ah, muss ich behalten. Nein, die Klamotten behalten wir. Und ich glaube, wir können gleich ein bisschen was aufrüsten. Da wir in den anderen Gebäuden nur derzeit bauen, der ist, glaube ich, also wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir den Friseur aufstocken, oder? Ich glaube schon. So.
Der Friseur. Weiß nicht, ob es jetzt wirklich gut ist, schlau ist, weil das höchstwahrscheinlich sehr viel Energie kostet, oder? Ja, das hat Energie gekostet, alter Schwede. Aber wir kommen klar, wir kommen klar. So, der nächste bitte in der Warteschlange. Ach du Scheiße. Was war das denn gerade? Wieso wurde gerade alles rot? Naja, egal. Jetzt scheint es ja zu funktionieren. Wir behalten mal die Flammenwerfer, den können wir gleich verteilen. Nein, Klamotten bleiben. Ich muss mich immer selbst daran erinnern, dass die Klamotten bleiben müssen. Oh je. Oh je. Ach Gott, okay. Plan B. Plan B, Leute. Erstmal ein bisschen Entspannung, indem wir eine Lunchbox öffnen. Achso, Chris wie? Kann ich natürlich nachgucken. 100 Kronkorken? Eine abgesägte Schrotflinte? Wieso nicht? Unser Lager ist ja noch nicht voll genug. Energie? Schaufel. Gut, Schaufeln brauchen wir ja. Ich sag nichts dagegen. Aber ich meine, jeder meiner Ödländer bringt Schaufeln zu mir. Aiden, du willst den Masterplan machen? Aber der Masterplan ist bei mir doch schon fertig. Jedenfalls fast. Ich will ja nur das Design vom Masterplan verändern. Na gut, letzte Karte. Oh yeah. Gut, diese Kiste war schon mal für den Arsch. Kannst gleich weg. Habe ich jetzt gerade Farmers Tochter verkauft? Nein. Hero, reiß dich zusammen beim Verkaufen. Nicht Farmers Tochter verkaufen. Das ist böse. Wir haben jetzt 13 Militärbekleidung. Die können wir gut gebrauchen. Wir verteilen jetzt erstmal die Klamotten. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz. So, ihr habt ja alle schon die Bekleidung, die ihr braucht. Du noch nicht, ne? So. Alle schön Militärbekleidung. Du kriegst auch Militärbekleidung. Auch wenn du die geile Rüstung hattest, jetzt hast du sie nicht mehr. Wieso läufst du mit einem Fatman rum? Was soll das? Ja, nimm wie alle anderen auch einen Flammenwerfer. Ist doch viel besser. Was willst du da unten? Wer hat denn mit einem Fatman? Ganz ehrlich. Wo hat er denn die überhaupt her? Das ist hier die Frage. So, Militärbekleidung an dich. Hier ist auch noch was Freshes. Gehen wir mal kurz hier rein und verkaufen den Mist. So. Militärbekleidung. Militärbekleidung. Du kriegst auch eine. Haben wir echt keine mehr? Habe ich echt alle? Ich habe alle weggegeben. Krass, wir werden 13. Gut, wir haben da offensichtlich mehr als 13 Leute, die da arbeiten. So viel kann ich euch sagen. So, Restlaut für Tschüss, ihr beiden, Tschüss. Ödland-Ausrüstung geben wir auch gleich noch weg, das geben wir auch noch gleich weg. Pff. Leute, ey. Marlon, das weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich 50, aber ich kann es dir nicht sagen. Wir haben hier gerade wirklich Business zu tun. Business vom Feinsten. Arbeitet ihr überhaupt? Ja. So. Ihr braucht Laborkettel ohne Ende. Das wird im Leben nicht reichen.
Aber immerhin, wir kommen voran. Ich denke mal, das wird uns einen ordentlichen Boost geben an Strom, was wir gerade gemacht haben. Und jetzt auch an Stimpacts. So, die... Muss das jetzt sein? Auch noch da verdammt nochmal unten. Geh mal da hinten hin. Du auch. Wer bist du denn? Geh da unten arbeiten. Scheiße, oh nein, die haben sich schon ausgebreitet. Die haben sich ausgebreitet, Leute. Zurück. Zurück. Geh da rüber. Nein, die breiten sich weiter aus. Nein, höher. Höher, da musst du hin. Da musst du hin. Schnell. Leute, mach mal hier keinen Scheiß. Scheiße. Könnt ihr nicht einfach durchs Dach hindurchgehen oder was? Okay, pass auf. Nein, du, mein Freund, gehst jetzt mal... Oh Gott. Geh mal ganz hoch. Die Kakerlaken sind zu schnell. So. Wir schicken sie beide jetzt da hoch. Die Kakerlaken sind einfach zu schnell. Da, rechtzeitig. Auf beiden Seiten rechtzeitig gekommen. Jetzt könnt ihr sie fertig machen. Macht sie einfach fertig. Alter. Matthias, ich mache aber kein Gronk rein. Tut mir leid. Gronk. Also Gonk. Du willst Gonk heißen? Ja. Ich wollte gerade sagen, Gronk macht nicht rein, aber Gonk ist ja nicht Gronk. Geschafft. Gut, die Plage ist beseitigt. Die sind verdammt schnell, die Viecher. Alter, wie soll man da irgendwie Hilfe hinschicken? Ganz ehrlich. Ist doch nicht möglich. Leute, ich weiß, ihr möchtet gerne euren Charakter sehen, aber wenn ihr mal in den Chat guckt, seht ihr, dass 5 Leute die ganze Zeit schreiben, dass sie ihren Charakter sehen möchten. Das Ding ist, ich kann es nicht machen. Ich kann nicht alle von euch immer wieder zeigen und immer wieder zeigen. Sonst besteht die Folge nur noch daraus, dass ich euch zeige. Und dann kommen wir gar nicht mehr voran. Also früher oder später werdet ihr immer gezeigt. So. Also es gibt keinen Moment, keinen Tag, wo ihr jetzt nicht gezeigt werdet oder so. Denn gerade als Ödländer werdet ihr täglich gezeigt. Da sieht man, dass ihr tot wart. Da sieht man, dass ihr zurücklauft. Da seht ihr, dass ich euch trainiere und pipapo. Und hier jetzt in diesem Moment gebe ich halt wirklich jedem, hier zum Beispiel der weise Gamer, Klamotten. Also seid nicht traurig, wenn ich jetzt hier nicht durch die Gegend laufe und 50.000 Leute ihren Avatar zeige. Es ist einfach nicht möglich, euch in 20 Minuten unterzubringen und gleichzeitig noch irgendwie das Spiel zu spielen. Wie soll ich dir jetzt das gegeben? Komm. Haben wir jemanden hier, der Ödländer ist? André F. Male, Fallout Boy, André F. Das habe ich gesehen. 1. So. Jetzt haben wir die ganzen Kaffeepause-Leute hier. Die müssen natürlich noch zuweisen. So. Gehen wir da hoch. Wie Smutzpüppchen, du kommst mal zu mir nach Hause und wartest darauf, dass dein Alter hier nach Hause kommt. Noisy, Moisy. Die Noisy. Noisy. Wo willst du hin? Okay, dann nehme ich halt dich. Ist mir auch egal. Du gehst dann auch mal trainieren. So. Ja, Lager fast voll. Ich weiß, es ist immer voll. Und niemals leer. So, der nächste bitte. So. Gehst du da mal hin? Speckles, du bekommst doch dein Haustier. Das ist das heutige Haustier, was ich vergeben werde. Ich hab's mir gemerkt, extra für dich. Du wolltest Speckle haben. Speckles kriegt den Speckle. Oh, siehst du mal. Noch einer glücklich. Und der letzte Axon in der Kaffeepause. Du gehst auch nach oben. Dann muss ich jetzt noch jemanden die Rüstung geben und ich würde sagen, den geben wir einfach mal Fallout Boy. Wieso gehe ich da jetzt hin? Rüstung. Bam, die nächste robuste Metallrüstung geht an Fallout Boy. Und später werdet ihr alle so aussehen. Alle werdet ihr diese geile Rüstung haben, Alter.
Ach, deswegen willst du so genannt werden. Kopfgeldjäger-Outfit willst du haben? Okay, okay. Warst du nicht hier unten? Warst du nicht sowieso schon hier? Haben wir die überhaupt noch am Start? Oder habe ich die verkauft? Ich glaube, die habe ich verkauft, ne? Wir machen die einfach eine neue. Gut, dann darfst du gerne die Feuerwehr hier unten spielen. So circa mittig werde ich dich platzieren. So, am besten... Was ist jetzt davon mittiger? Eigentlich müsste ich dich hier in den Fahrstuhl in die Mitte packen, damit du mittig bist. Aber, der Mr. Sea-Lord, der müsste hier auch irgendwo rumhängen, ne? Da. Seht euch, seht ihn euch an, er versteckt sich, die kleine miese Ratte. Da versteckt er sich. So. Wir haben doch den, Friseur verbessert. Das heißt, Madame, geh mal zum Friseur. Ich möchte gucken, was es für neue Sachen gibt. Matthias, was ist oben? Willst du jetzt wirklich Donk heißen? Die meisten Leute geben sich ja einen Namen, mit dem sie sich identifizieren können. Der Matthias gibt sich einen Namen, mit dem sich Gronkh identifizieren kann. Wieso nicht? Aber kannst du gerne haben, kannst du gerne haben, wenn du gerne Donk heißen möchtest. Dann packen wir dich einfach mal rein. Ah, das sieht mir doch ziemlich nach Donk aus. Donk. So, ihr seid drin. So einfach geht das. So, Madame ist angekommen. Naja. Mit einer Brille läuft sie gerade rum. Gut, was geht? Gesicht. Okay, das verstehe ich noch. Das verstehe ich noch. Jetzt setzt sie ein paar rote Wänkchen. Aber was zum Teufel ist das? Freunde, was ist das? Hat sie irgendwie Schnodder an den Backen oder weint sie? Was ist das? Irgendwie steht das hier. Nee, das steht hier nicht. Motzpuppe, das steht hier nicht. Das ist schon eher was für dich. Kriegsbemalung. Das brauchst du auch bei mir. Okay, das ist aber nur ein Punkt im Gesicht. Größere Augenbrauen, wieso nicht? Ein zerfetztes Gesicht. Ein altes Gesicht. Eine Brille auf einer Brille. Ob das funktioniert? Ein Monokel. Ah, das will ich dir nicht geben. Ein Clownsgesicht. Das könnte man machen. Also, falls jemand von euch türkischer Abstammung ist oder muslimischer Abstammung, ich habe keine Ahnung. Freunde, von diesem Zurück habe ich keine Ahnung. Also hasst mich nicht, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage. Dann darf er sich gerne das wählen. Hätte ich bloß niemals damit angefangen. so. Ja, nice. Können wir nicht. Weißt du was? Ich gebe dir einfach einen hübschen Hut. So. Haarfarbe. Also, wir lassen mal braun. Ups. Wir lassen mal braun. Gut. Eine Stunde kostet das. Alter Schwede. Schlampen-Outfit? Was ist Big Bronx? Machst du gerade meine Frau an? Wo bist du, Big Bronx? Wo bist du, Big Bronx? Oh, wieso ist Kinder tot? Und Tobild ist tot. Alter, siehst du aus wie ein Gangster, Tobild, Alter, mit dem Bart. Nicht schlecht. So. Big Bronx, Big Bronx. Big Bronx beleidigt meine Frau. Wo bist du? Bronx. Bronx. Bist du denn? Ich glaube, ich bin an dir vorbei, ne? Da, wo bist du? Er versteckt sich vor mir. Da bist du ja. In der Lounge hängst du, wer? In der Lounge chillst du. Komm mal runter für ein Gespräch. Wir werden uns jetzt mal ordentlich unterhalten. So. Dann schicke ich mich natürlich auch selber rein, denn... Leck mich doch.
Wir werden wohl die Folge jetzt beenden. ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen für heute. Wir sehen uns morgen bei einer neuen Folge wieder. Im Stream geht's jetzt gleich in die nächste Folge. Macht euch keine Sorgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.